Wir merken das schon jetzt in der aktiven Provenienzforschung, dass das zwingend nötig ist und haben deshalb da in Bayern auch schon einiges auf den Weg gebracht. Einerseits gibt es Richtlinien des Bayerischen Wissenschaftsministeriums für den Neuankauf von Kunstwerken, wo diese Frage berücksichtigt wird. Und es gibt für die Bestandskunstwerke im Besitz von bayerischen Museen einerseits die Washingtoner Erklärung und zum anderen eine gemeinsame Erklärung der Bundesregierung, der Landesregierungen und der kommunalen Spitzenverbände, die dafür sorgt, dass dieser NS-Hintergrund immer überprüft wird, dass im Zweifel Erben ermittelt werden, dass Entschädigungsansprüche geltend gemacht werden können. Wir halten das für das Richtige, für das faire Vorgehen in der Aufarbeitung dieser Dinge und wir würden uns deshalb wünschen, dass da auch der Bundesgesetzgeber entsprechend aktiv wird. Wir brauchen aus unserer Sicht, aus bayerischer Sicht auch ein Restitutionsgesetz auf der Bundesebene.